Hallo und willkommen zurück zu Spyro 3 Year of the Dragon. Okay, wir sind nochmal zurück zur verlorenen Flotte, weil hier gibt es offenbar noch einen Streckenrekord, der noch gebrochen werden möchte. Und dieses Mal zeichnet er sich in Form eines Zeitrennens heraus. Dafür gibt es übrigens auch einen Körnerpunkt, wenn man den Streckenrekord schafft zu brechen. Das war nichts. Muss man ganz schön schnell für sein. Ich meine Abkürzung. Oder für noch mal ein paar Tricks raus, um mein Turbo zu füllen. Krabbe nämlich mit Vergnügen mit. So. Irgendwo hat der noch immer erste Runde drin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was der gerade hat. Naja. Jetzt hat er den gezählt. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht wird das jetzt nichts auf den Grund, das war jetzt gerade eben sehr komisch, gerade mit Runde. Die hat er jetzt auch gezählt. Unter 2 Minuten kommt es jetzt aber nicht hin. Das war klar, dass ich den gerade verfehlt habe. Definitiv gerade auf Runde 3. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. ...1,45 ist er. Das war jetzt auch keiner. Wäre eigentlich einer, wenn er die Runde gezählt hätte. Zum Beispiel. Und die Zeit dann stimmte. Das war ein komischer Fehler gerade. Aber ein sehr komischer Fehler. Als wenn wir die eine Runde offenbar... ja... angeblich gerade erst gestartet hätten. Vielleicht haben wir sie versehentlich übersprungen, automatisch. Ich weiß auch nicht, was da los war. Hoffentlich passiert das jetzt nicht. Aber sonst wäre das eigentlich eine gute Runde gewesen. Jetzt hat er die gezählt. Okay. Jetzt hat er die erst gezählt. Irgendwas war wohl schief gegangen. Dann werten wir mal den ersten Versuch mal als Einspielung. Oder? Das war wohl wirklich gerade komisch. Dritte Runde. Könnte gut werden dieses Mal. Doch nicht gegen die... oh Gott, das hat Zeit geschindet. Ich muss dringend mal Zeit nachholen. Oh, scheiße. Dankeschön, ich habe kein Turbo mehr und konnte den gerade nicht... nachladen. Vielleicht haben wir Glück, es wird noch einer. Ja, es wird noch einer. Wäre vielleicht noch besser geworden, wenn wir jetzt gerade nicht diese Abkacke hätten. Naja, Körnerpunkt hin oder her. Haben wir jetzt auch hinter uns. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen besseren hin. Mal schauen. Versuchen wir es nochmal. Weil das wäre jetzt auch normalerweise passiert, wenn wir jetzt reibungslos wären. Also jetzt quasi ohne diese... naja... Situation.
Runde gezählt. 37 Sekunden sind wir gerade unterwegs. Jetzt haben wir gerade mal einen Turbo. Noch einen erwischt. Da machen wir noch mal ein paar neue Tricks, um den Boost nachzuladen. Dritte Runde. Hält noch gut. Hält noch sehr gut. Nee, nee, den habe ich jetzt gerade gar nicht gekriegt. Erwischt. 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 Komm, Körper, dich nehmen wir noch mit. Und was habe ich gesagt? Es ist ein besserer geworden. Fast 1 Minute 30. Aber schon wieder deutlich besser als vorher. Gut. Mehr können wir mal dazu auch nicht sagen. Sollte euch das Video gefallen haben, wie immer, Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Aktiviert auch im besten Fall die Abo-Glocke, damit ihr kein Video mehr verpassen könnt. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video von Spyro 3 Year of the Dragon. Und so jetzt mal, sag ich mal, alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.